Das kann ich nicht in zwei Tagen machen. Zweimal 63 und 41 hoch. Das ist ein Hebel, wo du die Luft auf und zu machen kannst. Da bringst du Aussenluft in den Feuerraum. Da unten hier. Jetzt hat es da hinten unten eine Klappe. So ist sie offen. Jetzt kommt die Aussenluft rein. Für die Verbrennung und so machst du wieder zu. Und das Ganze geht in den Aschenkasten rein. Und nachher dann da der Aschenfall drauf. Und kommt dann so im Feuerraum hin. Eben durch den Schlitz kann dann die Luft ins Feuer rein. So durch die Schräge da, dass es wirklich an unten einströmen kann, genau dort hin, wo es sein muss. Da kommt die Aussenluft über die Schublade, da hinten kommt sie rein und geht so durch, dann rauf und durch das Leitblech, also den Aschenfall, dann direkt in den Feuerraum rein. Da brennt ja dann das Feuer. Und dann geht der Rauch so weg und upsi. Das kannst du berechnen heute, dass wir möglichst optimal viel Zuglänge haben, dass der Rauch nicht zu kalt ist, wenn er zum Chemiehaus kommt und nicht kondensiert. Das gibt einen höheren Wirkungsgrad. Der Brennraum wird 60 x 60 sein und 40 hoch. Und beheizen tun wir die zwei Räume.
Küche und Stube. Und da kommen irgendwo noch so komische Kupferplatten rein, die die Wärme entziehen. So Absorber wie bei den Solardächern. Wo kommen die hin? So auf der Seite, wo die Wand da nicht keine, also wo man keine Abstrahlung will vom Ofen, dort ziehen wir es aufs Wasser raus. Die Hälfte von der Energie, die der Ofen erbringt, können wir über das Wasser rausnehmen und dann die Bodenheizung damit betreiben. Und zwar im Wasser noch machen, genau. Geht schön auf mit dem Mörtel.